Adidas Giant Anthem 2 soll ja im mittleren Preissegment ein Allround Cross Country Bike sein, welches allen anderen Rädern das Fürchten lehren soll. Wie weit das stimmt, wollten wir in einem knallharten Tracktest herausfinden. Auf den ersten Metern überzeugte das Mehrgelenk-Fully sofort. Beim Antritt scheint der Manitou-Plattformdämpfer auch ohne ihn zu sperren fast überhaupt nicht zu arbeiten. Das Rad lässt sich kaum dazu zwingen einzufedern. Dafür arbeitet der aufwendig angelenkte Hinterbau bei harten Schlägen sehr gut. Das Giant schluckt alles weg, was in seinen 9 cm umfassenden Federweg passt. Auch die Manitou R7 Elite Gabel passt hervorragend zum Hinterbau, obwohl man bei ihr deutlich öfters zum Sperrhebel greifen muss als beim Hinterbaudämpfer. Gebremst wird das gut 2400 Euro teure Anthem 2 mit der HFX9 von Haze, welche, wie wir auch schon bei anderen Rädern festgestellt hatten, gnadenlos zupackt. Auch die restlichen Komponenten, angefangen von Shimano LX XT-Mix bis hin zur Raceface Evolve Kurbel, sind für diese Preisklasse auf einem angemessenen Niveau. Optisch zeigt das Anthem 2 mit einem sehr sauber verarbeiteten Aluminiumrahmen auf, welcher jedoch eine etwas, naja, sagen wir mal eigenwillige Farbe hat. Uns erinnert das Zuckerrot eher an eine Christbaumkugel als an einen Cross-Country-Hobel. Aber das ist Geschmackssache. Von uns bekommt das Giant Anthem 2 aufgrund der ausgesprochen guten Fahrleistung und dem fairen Preis einen fetten Kauftipp.